Guten Morgen, Florian Bauer. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen auf der Plenarsaalebene des Deutschen Bundestags. Ja, es sind Strategiewochen im Bundestag und im Kabinett. Das ist mir in dieser Ballung auch noch nicht untergekommen, was wir da in den vergangenen Tagen und auch in dieser Woche haben. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit, haben ein paar Stichworte gemacht. Schon vor der Sommerpause die nationale Sicherheitsstrategie, vergangenen Freitag die nationale Wasserstoffstrategie, in dieser Woche im Kabinett die neue Raumfahrtstrategie und diese Woche im Bundestag die nationale Datenstrategie und die nationale Strategie für soziale Innovation. Aber und vor allem auch die China-Strategie der Bundesregierung, 31 Seiten, lange und hart diskutiert, und das wird auch gleich um 9 im Bundestag so sein. Und weil es da um die großen Linien der Politik geht, haben wir uns zwei Spitzen aus zwei Fraktionen eingeladen, und ich freue mich, dass heute Morgen bei uns sind Katharina Dröge, Fraktionsvorsitzende der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, und Dietmar Batschister, der Vorsitzende der Linksfraktion. Ihnen beiden guten Morgen. Wir werden das gleich mal so ein bisschen vorab besprechen, was denn diese China-Strategie bedeutet, wo sie Sinn hat oder vielleicht ein bisschen weniger, aber wir kommen um ein Statement nicht herum, wo ich nicht ganz weiß, ob es Strategie war oder einfach so gesagt, nämlich die Äußerungen von Friedrich Merz gestern in einem privaten Nachrichtensender, wo er sich geäußert hat über Asylbewerber und deren Möglichkeit, deren vermeintliche Möglichkeit, Zitat, sich die Zähne machen zu lassen, während die Deutschen auf Termine beim Zahnarzt warten. Was war Ihre Reaktion gestern, Frau Dröge? Also ich finde es extrem besorgniserregend, dass wir von Friedrich Merz mittlerweile Vergleiche hören, die wir sonst nur von der AfD kannten. Und ich halte es für eine ganz bewusste Strategie von Friedrich Merz, solche Vergleiche zu wählen, die ausgrenzen sollen, die Stimmung schüren sollen gegen Geflüchtete. Und ich unterstelle ihm, dass er auch weiß, dass das faktisch nicht zutrifft, was er da sagt. Weil wenn man sich anschaut, welchen Anspruch Geflüchtete auf zahnärztliche Behandlung haben, dann ist das gerade in den ersten 18 Monaten wirklich nur dann, wenn sie starke Schmerzen haben, wo jeder sagt, da muss dann auch der Zahnarzt zur Verfügung stehen. Und dieses Schüren, die Geflüchteten nehmen uns die Zahnarzttermine weg, das ist ein ganz bewusstes Spalten der Gesellschaft. Das ist ein Vergiften des Klimas, das wir haben. Und das ist aus meiner Sicht verantwortungslos. Herr Bartsch, was war Ihre Meinung oder ist Ihre Meinung? Populismus an, in der Sache nicht korrekt. Das weiß jeder, der sich damit beschäftigt. Ich bin nur nicht ganz sicher, ob es Strategie ist oder ob das wirklich, ich will das gar nicht nennen, wie ich das sehe. Ich finde auf jeden Fall, das ist eine völlig inakzeptable Position, weil es die Schwächsten gegen die Schwachen ausspielt. Und es stimmt schlicht nicht. Man schürt Ängste, die in dieser Form überhaupt nicht da sein sollten. Und das finde ich gerade, weil es ja auch mit den Wahlen in Bayern und Hessen zu tun hat, wirklich unverantwortlich. Und für den CDU-Vorsitzenden, da stimme ich ausdrücklich zu, das habe ich nicht erwartet. Wir werden hören und sehen, was im Laufe des Tages zu diesem Thema noch kommt. Es wird sicherlich einiges sein, und wir werden es auch in der einen und anderen Art bei uns im Programm haben. Dann kommen wir ganz fix zur China-Strategie. Wie gesagt, im Juli verabschiedet in der Bundesregierung. Es geht um die Zukunft der politischen und der Wirtschaftsbeziehungen mit China. Es gibt so ein Schlagwort oder Schlagworte, die schon die Runde gemacht haben und sich auch ein bisschen eingebrannt haben. Partner, Wettbewerber, systemischer Rivale. Das ist im Grunde das Motto über dieser Strategie, Frau Dröge. Das ist aber doch alles oder nichts. Nichts, oder? Also das ist schon lange die Haltung deutscher Bundesregierung, wenn sie auf China schauen. Und was diese China-Strategie jetzt aber leistet, ist noch einmal ganz konkret die Schwerpunkte auch festzulegen einer deutschen China-Politik. Und das ist aus meiner Sicht enorm wichtig. Ein Schwerpunkt sind Menschenrechte. Da erleben wir in den letzten Jahren in China eine drastische Verschlechterung der Situation. Das zweite ist die Sicherheitspolitik. Europa muss sich souveräner aufstellen. Und das dritte ist, dass wir natürlich gucken müssen, wo werden wir resilienter, wo stärken wir auch unsere Partner. Aber wo ist der Erkenntnisgewinn, wenn ich beschreibe, was ich weiß? Also auf der einen Seite gibt es zum ersten Mal eine koordinierte Strategie einer Bundesregierung, die sagt, daran orientieren wir jetzt alle Handlungsfelder dieser Regierung. Und es sind ja eine ganze Reihe zusätzlicher klarer Maßnahmen mit benannt. Also zum Beispiel im wirtschaftlichen Bereich die Stärkung von Kontrolle bei Auslandsdirektinvestitionen. Zu sagen, wir schauen jetzt stärker hin, wie machen wir uns eigentlich abhängig von einer anderen Region der Welt. Das haben Regierungen vor uns so sträflich vernachlässigt. Das ist eine Lehre auch nochmal aus der Russland-Krise gewesen. Und da geht die Bundesregierung gemeinsam jetzt mit großen Schritten voran. Herr Bartsch, was wäre aus Ihrer Sicht und aus Ihrer Position heraus die richtigere und die angemessenere Überschrift gewesen? Und was hätte drinstehen müssen? Wissen Sie, die Überschrift, die finde ich ja allgemein gut. Die kann man so wählen. Da wichtig ist ja, was drinsteht. Und ich habe sie aufmerksam gelesen und finde, dass da durchaus vernünftige Positionen drinstehen. Das ist ja unbestritten. Trotzdem wird einiges ausgeblendet. Es ist natürlich leider so, dass viele innenpolitische Faktoren da eine Rolle spielen. Menschenrechte völlig in Ordnung. Darüber muss man reden. Ich finde auch sehr positiv, dass endlich klar und deutlich aufgeschrieben ist. Es gibt eine
rein China-Politik und nichts anderes. Das ist sehr wichtig, weil auch im Bundestag gibt es da ja durchaus andere Akzente. Ich finde gut, dass sie vorgelegt und diskutiert wird, aber ich teile natürlich das eine oder andere nicht. China ist zuallererst Partner und zwar nicht nur für die deutsche Industrie. Viele Studentinnen und Studenten, der Austausch. Wir müssen uns dort engagieren. Das haben viele Bundesregierungen auch davor gemacht. Ich sehe das als alternativlos an. Aber wir müssen auch, das stimmt ja, wir müssen auch schauen, wo wir Resilienz entwickeln können, wie wir unsere Wirtschaftsbeziehung gestalten. Ich finde, dass da aufgeschrieben sehr gut ist, dass Europa eine Rolle spielen muss. Nur wenn ich mir da die Praxis anschaue und den Besuch von Herrn Macron und Frau von der Leyen sehe und diese unterschiedlichen Richtungen, dann haben wir da vor allen Dingen eine Aufgabe. Also gut, dass wir im Bundestag das diskutieren. Gut, dass es eine Linie gibt. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass eine China-Strategie so aussieht, dass sie wirklich breit getragen werden kann. Weil ansonsten ändert sich das mit Regierungswechseln und das wäre nicht gut. Wir brauchen langfristigere Strategien. Herr Bartsch sagt, wir sind in erster Linie Partner. Ihre Außenministerin, auch aus Ihrer Partei, spricht vom Staatschef Chinas als Diktator. Das passt nicht ganz zusammen, beziehungsweise das, da unterstelle ich mal, da ist schon eine andere Perspektive im Spiel. Genau, also das nach vorne zu stellen, dass wir vor allen Dingen Partner sind, halte ich für eine gefährliche Verharmlosung. Und das ist ja auch eine Tendenz, die man zumindest bei Teilen der Linken auch beobachten muss, auch wenn wir auf Russland blicken, dass wir bei Autokraten eine zu große Freundlichkeit und eine zu geringe Klarheit haben. Und die würde ich mir von Ihnen jetzt auch mit Blick auf China wünschen. Denn wie will man denn das chinesische System anders beschreiben, als Annalena Baerbock das gemacht hat, wenn wir sehen, die Meinungsfreiheit wird immer weiter eingeschränkt, die Pressefreiheit wird immer weiter eingeschränkt. Es gibt Zwangslager, in denen die uigurische Minderheit gehalten wird. Da eine klare Sprache zu finden, das zu benennen und auf der anderen Seite auch die außenpolitische Perspektive von China, führende Weltmacht werden zu wollen, Wirtschaftspolitik als Instrument der Außenpolitik zu benennen. Und wenn man da so freundlich sagt, für die Wirtschaft ist das erstmal wieder eine freundliche Partnerschaft, dann macht man denselben Fehler, den wir mit Russland auch gemacht haben. Dann machen wir uns abhängig und dann werden wir irgendwann, wir alle hoffen, dass es nicht dazu kommt, aber vielleicht in einer Situation sein, wo wieder außenpolitisch Druck über die Wirtschaftspolitik gemacht hat. Deswegen sagen wir den Unternehmen, schaut euch eure Lieferketten gut an, schaut euch an, wo es zu große Abhängigkeiten gibt, diversifiziert mit anderen Regionen der Welt, damit wir resilienter sind. So freundlich ist das gerade nicht. Also liebe Frau Baerbock, das, Entschuldigung, Frau Drücke, kleiner Fehler. Nein, nein, Sie haben die nicht Diktator genannt, also ich weiß das schon zu unterscheiden. Ehrlich gesagt, wir sind abhängig, um das einmal festzustellen. Zweitens, die Unternehmen wissen das relativ gut. Ich stelle nur fest, dass wenn zum Beispiel der Wirtschaftsminister in Katar einen Bückling macht, wenn wir bei Saudi-Arabien auf einmal andere Maßstäbe haben, wenn dann bitte überall die gleichen, dass in China Menschenrechte nicht nur zu kritisieren sind, das ist doch unstrittig. Und zu unterstellen, dass wir irgendwie Sympathie für den Angriffskrieg Putins haben, das stimmt schlicht nicht. Wir verurteilen. Nein, Entschuldigung, ich bin der Fraktionsvorsitzende und ich sage klar und deutlich, dieser Angriffskrieg ist zu verurteilen. Punkt. Wo wir eine andere Sicht haben, ist, wie wir da rauskommen. Das ist allerdings wahr, aber das ist heute nicht das Thema. Bei China sage ich ganz klar, wir müssen mal akzeptieren, welche Rolle China in der Welt spielt. Ich mache es mal jetzt böse. Also Luxemburg kann ja auch eine Deutschlandstrategie entwickeln, wäre ganz wichtig. Ehrlich gesagt, in China hat die KP mehr Mitglieder als Deutschland Einwohner hat. Wir müssen mal ein bisschen einordnen, wie die Relationen sind. Natürlich ist viel zu kritisieren, was mit den Uiguren ist, was Menschenrechte sind. Und trotzdem hat sich, das ist übrigens in der China-Strategie nachzulesen, in China vieles sehr, sehr positiv entwickelt. Damit beginnt das im Übrigen. Die Menschen sind aus dem Hunger gekommen. Das ist doch nicht irgendwas. Ich meine, wenn China auseinanderfallen sollte, was das für die Welt bedeuten würde, das muss man einfach auch wissen. In diesem Sinne ist jedes oberlehrerhafte Agieren und deswegen ist es auch fatal, dann noch dazu bei Vox in den Vereinigten Staaten, sie als Diktator zu bezeichnen, dass die Chinesen, das steht sogar drin, Diktatur des Proletariats, genau. Das ist ja gar nicht, ist ja nicht mal ein Widerspruch. Die sagen das doch selbst. Da müssen Sie auch Worte finden. Naja, das ist der Staatschef Chinas. Und das würde ich genauso auch. Und ist auch, sind die eine Demokratie? Ist das sicherlich nicht. Nicht eine Demokratie nach westlichen Maßstäben. Aber was wir, liebe Frau Dröge, was wir nicht machen können, unsere Maßstäbe gelten in aller Welt. Sie sehen gerade, dass nicht nur die BRIC-Staaten, sondern viele andere sich zusammenschließen und diese Form der Demokratie in Frage stellen. Ich mache das nicht. Aber wir müssen auch wenigstens beachten, was in der Welt passiert. Und deswegen ist oberlehrerhaftes Agieren und Bezeichnung Diktatoren, naja, Sie wissen, welche Reaktion das hervorruft. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das etwa im Kabinett also genauso gesehen wird. Also da ist ja Zurückhaltung noch was sehr, sehr Mutiges, was Olaf Scholz macht.
Also aus meiner Sicht ist ein realistischer Umgang mit China, gerade dass man Grenzen aufzeigt, sonst wird man im Endeffekt auch nicht ernst genommen. Und diese Fehler, auch da können wir aus den Fehlern der deutschen Außenpolitik lernen, sollten wir so nicht mehr machen. Und wir sagen ganz klar, um das auch zu beschreiben, es geht nicht um eine vollständige Entkopplung von China wirtschaftlich. Das ist nicht möglich, das sollten wir auch nicht anstreben. Aber dieser naive Glaube, dass wir durch verstärkte Wirtschaftsbeziehungen auch eine positive Entwicklung in anderen Regionen der Welt hinbekommen würden. Wandel durch Handel, die ist in Russland krachend gescheitert, die ist auch in China krachend gescheitert. Das Umgekehrte ist jetzt der Fall und wir beobachten überall ein aggressives Auftreten, übrigens auch wirtschaftspolitisch, nutzt China mittlerweile seine Macht, um andere Regionen der Welt dann auch politisch unter Druck zu setzen. Und das muss man benennen können. Geben Sie mir kurz die Gelegenheit zu zeigen, dass ich nicht weggegangen bin, sondern tatsächlich auch noch hier nebenstehe und das Ganze mit großem Interesse verfolge. Aber ich wollte an dem Punkt noch einen kleinen Input geben, weil im Moment ist die wirtschaftliche Lage in China ja so, auch so, dass sie Europa als Markt durchaus brauchen. Also sie haben intern einige Probleme, sie haben extrem hohe Jugendarbeitslosigkeit. Sie sind also in gewisser Weise auch nicht nur und auch nicht überwiegend, aber auch auf Europa angewiesen. Ist das nicht eine Gelegenheit und eine Zeit, wo man gerade sagen muss, gerade in dieser Zeit, wo China sich möglicherweise auch bewegen muss, dass man da die Probleme, die es in dem Land gibt, nicht auch sehr viel klarer benennen kann als in anderen Zeiten, weil China auch eine gewisse Abhängigkeit, nicht überbordend, aber dann doch auch gegenüber Europa hat? Ich bin immer für das Benennen von Problemen, aber wofür ich nicht bin, in den Vereinigten Staaten einen dritten Staatschef als Diktator zu bezeichnen. Das ist schwer daneben und das ist für die oberste Diplomatin nicht angemessen. Ich finde, dass Sie recht haben, aber wir müssen auch sehen, China spielt in der Welt eine neue Rolle. Ich nehme nur mal einen Konflikt, den im Jemen. Da hat China zwischen Iran und Saudi-Arabien vermittelt und es gibt dort Frieden. Europa spielt da keine Rolle. China macht Gespräche in der Ukraine. Als ich in Kiew war, war eine chinesische Delegation, die versucht und im Übrigen von Zelensky empfangen worden ist, dass man zu Ergebnissen kommt. Wir müssen über uns nachdenken. Und ich finde deswegen, das habe ich begrüßt, ich sage das nochmal ausdrücklich, dass wir dort über Europa nachdenken. Weil bei aller Bedeutung von Deutschland, wir brauchen mehr unsere europäischen Partner, wir brauchen dort eine gemeinsame Strategie. Deswegen finde ich das auch diskussionswürdig. Ich finde gut, dass es im Bundestag vorgelegt wird. Aber das kann auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Wird es auch nicht. Frau Dröger hat gerade den Kopf geschüttelt, als Sie Ukraine und Russland ins Spiel gebracht haben und China als Verhandlungspartner. Warum? Also auch hier, finde ich, betreibt Herr Bartsch eine gefährliche Verharmlosung von China. Er suggeriert ja ein Stück weit, dass China ein neutraler Partner wäre, den man fragen könnte, ob man jetzt helfen könnte, zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln. China hat sich sehr klar auf die Seite des Aggressors gestellt. Und auch das muss man benennen können. Und deswegen sollte man auch nicht so tun, als hätte man es nicht mit einer rational handelnden Regierung, die eigene Interessen verfolgt, zu tun, wo wir nur mal hinfahren müssten und sagen müssten, wäre super nett, du würdest das anders tun. Und die sagen, interessant, da haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht, sondern auch das ist eine Verharmlosung, wo sie den Menschen auch Sand in die Augen streuen, aus meiner Sicht. Und das besorgt mich bei der linken Außenpolitik. Diese Freundlichkeit, ich sage das nochmal, die sie Aggressoren und Autokraten gegenüber an den Tag legen, finde ich wertemäßig schwierig und außenpolitisch naiv. Ich glaube, Sie unterstellen mir was schlicht nicht stimmt. Ich wiederhole das nochmal. China war bei Herrn Zelensky, der spricht mit denen. Und ich finde gut, dass es aus China einen Friedensvorschlag gibt. Das ist vernünftig. Dass China sich dort so positioniert hat, das ist sehr, sehr kritisch zu sehen. Gar keine Frage. Aber Entschuldigung, diese Arroganz zu sagen, also die müssen das so, die ganze Welt muss das so machen wie wir. Das wird nicht sein. Sie werden damit krachen scheitern. Und die Mehrheit der Welt hat das ja in der UN-Vollversammlung auch klar bewertet. Wir sehen gerade, ich will noch mal auf die Erweiterung der BRICS verweisen. Ich will auf Chinas Aktivitäten verweisen. Ich habe ein Beispiel, was Frieden betrifft, benannt. Ich will aber auch über die ökonomischen Dinge. Ja, in China gibt es Probleme. Trotzdem haben die Wachstumsraten, da träumen wir von. Aber wir müssen das doch wirklich rational, und das ist nicht Verharmlosung. Ich finde, man darf das nicht aus einer innenpolitischen Sicht betrachten. Und das passiert leider, dass wir sozusagen diese angeblich wertebasierte Außenpolitik, die immer nur dann stimmt, wenn es einem passt, weder in Saudi-Arabien noch in Katar. Das stimmt ja nicht, dass das in Saudi-Arabien auch nicht der Fall ist. Warum liefern Sie denn Waffen nach Saudi-Arabien, Frau Dröger, als Regierung? Das ist doch irgendwie ein Problem, oder finden Sie nicht? Also wir Grünen werben dafür, dass keine Waffen nach Saudi-Arabien geliefert werden. Sind Sie Bestandteil der Regierung oder nicht? Gerade viele Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien, das ist genau der Kurs, den wir durchsetzen an der Stelle. Und das Zweite ist, wir haben dafür gesorgt, dass es auch auf europäischer Ebene vorangeht mit den Verhandlungen zu einem Lieferkettengesetz, dass alle Länder Menschenrechte
gleich behandelt und genau diese Abhängigkeiten auch anschaut. Und wir sagen auch mit Blick auf alle Länder, wir werden keine vollständige Entkopplung von keinem Land dieser Welt hinbekommen im Welthandel. Wir müssen aber bei den Menschenrechten sehr genau hinschauen und wir müssen eine Risikominimierung und eine Diversifizierung hinkriegen. Und das heißt nicht kuscheln, sondern das heißt auch das klare Benennen. Jetzt, denken Sie daran bei Erdogan, denken Sie daran in Saudi-Arabien, denken Sie in all den Ländern, wo Sie eigentlich eine andere Strategie hier verbal das so verfolgen. Nie vertreten. Aber entschuldigen Sie, was ist denn mit Herrn Erdogan? Das ist Ihr Kumpel, das ist einer, der in der NATO ist. Aber Herr Erdogan hat Khashoggi zersägt. Das ist praktisch nicht zutreffend ist, das wissen Sie ganz genau. Hoffentlich. Ich finde, dass man mit Diktatoren dann überall gleich umgehen muss. Ja, das wäre auch ein Anspruch an die Linken an vielen Stellen. Sehr gut, da sind wir uns einig in der Frage. Ich kriege meine Schlussfrage nicht mehr unter. Das ist ein bisschen schade, aber wir haben es, glaube ich, schon, eins vor neun. Vielleicht schaffe ich es doch noch, wenn Sie eine kurze Antwort geben und ich mich konzentriere, die Frage auf den Punkt zu bringen. Sind letztlich nicht doch unsere Interessen entscheidender als Menschenrechte, Arbeitsbedingungen, Klimaschutz? Ist ein paar Mal angeklungen in dem Gespräch mit Ihnen beiden. Also unsere Interessen sind Menschenrechte, Arbeitsplätze, Klimaschutz und damit aus meiner Sicht auch sinnvoller Kern einer Außenpolitik. Ich würde am liebsten Egon Bahr zitieren, der gesagt hat, immer wenn einem jemand erzählt, dass es eine wertegeleitete Politik gibt, Staaten haben Interessen und Interessen dazu gehören im Übrigen Menschenrechte, das ist auch völlig in Ordnung und es wäre fatal, wenn wir das nicht mehr machen würden. Aber da sind wir im Übrigen seit vielen Jahren dran. Das haben auch Vorgängerregierungen gemacht. Also ich kann mich gut erinnern, ich war mit Gerhard Schröder bei der KP und der hat darüber auch geredet. Ich finde das vernünftig. Bisher haben wir allerdings nicht die ausreichenden Ergebnisse. Und an dieser Stelle müssen wir leider aufhören, weil Sie natürlich pünktlich im Plenum sein sollen bei der Debatte über die nationale China-Strategie, die hier gleich diskutiert wird. Vielen Dank für die muntere Debatte vorab, Frau Dröge. Auch Ihnen vielen Dank, Herr Bartsch.